Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge Nummer 25 von Astroneer. Ja, wir waren letztes Mal im Keller und haben da den Wagen so ein bisschen den Weg bereitet. Da müssen wir aber noch zu Ende bringen und wir sind dann zurückgefahren ohne Fracht. Hätte man vielleicht was mitnehmen können, aber die Folge wäre sonst wieder zu lang geworden. Und naja, dann packen wir jetzt mal an und schauen zu, dass wir da nochmal runterkommen. Das letzte Stück dann da vielleicht noch fabrizieren. Die Forschung läuft dahin ja noch. Also würde ich sagen, nach dem Intro starten wir dann nach unten. Ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. WASD war das. Wo ist unser Fahrzeug? Das ist es nicht. Da hinten ist es. Dann wollen wir da mal hin und schauen, dass wir da hinkommen. Der Mordrak hatte mir geschrieben, dass ich hier zum Beispiel das einfach anlassen kann. Und er verbraucht nur so lange Energie, bis der voll ist. Und ja, dann wollen wir hoffen, dass das so stimmt und jetzt nichts mehr verschwindet, wenn er nicht auflädt. Ne? Jetzt sind wir ja drin. Jetzt fahren wir mal los. Gucken wir zu, dass wir wieder dahin kommen. Ja, irgendwie hier so lang. Da sind wir eben letztes Mal vorbei gefahren an diesen Roboter und haben den gecrashed fast. Und hier muss unsere Einfahrt sein. Da ist er auch. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir da ordentlich runterkommen. Ich hoffe, ich schaffe das so, wie ich mir das so vorstelle. Oder auch nicht. Ich sehe schon, wie ich absteigen muss, weil ich mich verkeilt habe, ne? Das mit der Dingensansicht ist ein bisschen doof, ne? Weil die immer so hin und her schwankt. Okay. Ich glaube, die Bahn muss ich nur ein bisschen größer bauen. Das war, glaube ich, unser Akku mit Biomasse, ne? Ja, ich glaube, hier müssen wir noch was machen, dass wir da nicht runterfallen. Ja, wir sind fast runtergefallen. Super. Okay. Sehr schön. Da kriegen wir wieder Luft. Wir müssen unser Werkzeug gerade rausnehmen, umschalten und vielleicht hier ein bisschen so machen, ne? Und ja. Also ganz gefällt mir das nicht. Vielleicht sollten wir diese Ebene so machen. Ja, so richtig schön ist das jetzt auch nicht geworden, ne? Ah, ich glaube, jetzt passt es aber. Oh, keine Energie. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir die Biomasse irgendwo herkriegen, ne? Und entladen haben wir natürlich auch nicht. Wir haben alles mitgenommen. Super, hat gut geklappt. Ja, jetzt ist die Frage, wo finden wir hier was? Das sind alles Kristalle. Ja, das ist alles nicht so positiv. Da ist aber auf jeden Fall eine Pipeline. Okay, dann kriegen wir auch wieder Strom. Das ist schon mal gut. Und ich hoffe, hier gibt es irgendwo Biomasse. So wie dieses Teil hier. Forschungsgegenstand. Naja, das ist jetzt gerade keine Biomasse, ne? Ja, gut. Ne, den lassen wir jetzt gerade hier liegen. Das funktioniert nicht. Nächste Forschungsgegenstand. Aber der ist so groß, dass wir den ja eigentlich in unseren Rucksack stecken könnten. Wenn wir denn den Platz dafür hätten. Lass den mal da liegen erst. Gehen mal kurz nochmal an der Leitung. Sauerstoff holen. Ich hoffe, dass wir da was an Biomasse haben. Sieht nach Pilzen oder sowas aus, ne? Ja. Und das da ist Quarz. Quarz, da können wir Glas draußen machen. Hier ist jetzt keine Biomasse, aber hier ist ein Loch, oder? Da geht es noch tiefer. Okay, ich glaube, wir gehen aber noch erstmal schauen, dass wir hier ein Stück zurückkommen, weil wir vielleicht dann doch
erstmal schauen müssen, dass wir unser Wagen darunter kriegen, der da oben irgendwo sein könnte. Nee, das ist eine andere Rampe hier, ne? Ja, das ist die andere Rampe. Aber die, wo ich hin muss, geht ja hier links runter. Hier geht sie lang. Bevor ich mich da unten verlaufe, gehe ich lieber hier lang, weil ich hier weiß, dass ich hier lang fahren kann. Oder hier lang gefahren bin, sagen wir es so. Da steht der Wagen. So. Und hier müssen wir jetzt schauen, dass wir hier weiterarbeiten, ne? Also die Biomasse sollten wir vielleicht mal wechseln. Wenn ich sie sehen würde, wo sie ist. Wo ist denn die jetzt reingesteckt? Das glaube ich jetzt nicht, ne? Ist sie jetzt nicht da? Ich habe doch eben Biomasse aufgenommen, oder? Verpacker halten, packen. Ja, schade. Okay, dann ist das halt nicht so, ne? Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, den Quarz hier hinzustecken. Da war noch Graphit. Pack den mal dahin. Das Gemisch pack dahin. Jetzt Harzgrundstoff können wir nicht nehmen. Ja, ich bin fest überzeugt, dass ich eben Biomasse hatte. Oder hat er die weggeschmissen, weil voll war? Das könnte natürlich auch sein, ne? Das könnte auch sein. Wo war das hier, wo ich die weg habe? Okay, ich hoffe, da war jetzt nicht was, wo man runterfallen kann, ne? Ja. Die sehen böse aus. Hier habe ich die Pipeline. Hier neben müsste ja auch noch so ein Teil liegen, was ich jetzt in den Rucksack packen kann. Den muss ich mit... Ah, den Packer habe ich ja auch hier, ne? Genau. Dann packen wir den mal hier hin. Wie war das jetzt? Basis packen, halten. Sehr schön, hat geklappt, wie ich es wollte. So, eingepackt ist der. Das ist schon mal gut. Es ist nur die Frage, wo war jetzt die Biomasse, die ich eben hatte? Die habe ich hier abgebaut eigentlich, oder? Aber hier liegt jetzt keine Biomasse, so ein Shit. Nee. Die ist jetzt nicht hier gegeben. Okay, aber da vorne gibt es ja noch mehr Biomasse, sehe ich gerade. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, weil die Roten spuckten ja irgendwie so, oder? Wie war das? Jetzt ist die Biomasse auch in meinem Dingens gelandet. So, hier ist nochmal ein Forschungsteil. Kriege ich auch noch mit. So, jetzt gehen wir wieder zum Auto zurück. Welches bitteschön wo war? Ist das diese Rampe gewesen? Nee, ne? Oh oh. Doch, hier war's. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir hier erst wieder aus. Forschungsproben. Haben wir 3 Stück. Sehr schön. Okay, die lag jetzt daneben, weil wir es nicht gerallt haben, die da richtig festzumachen. Sehr schön. Das ist voll. Muss ich gerade gucken.
Ah, die Rückseite war noch leer. Und da haben wir aber alles weg. Jetzt müssen wir die Biomasse vorne dran machen. An unseren Generator, dann klappt es auch wieder mit dem Auto, ne? Okay. So, das kurz weg. Und dann überlegen, die Rampe soll hier weitergehen, ist auch gut so. Aber hier muss sie noch weiter irgendwie gehen. Ja, so passt mir das gerade nicht. Also hier diese Ebene wäre die richtige Ebene sozusagen, ne? Nee, das war verkehrt. Okay, dann kommen wir hier runter. Keine Energie mehr. Da hinten ist eine Leitung. Komme ich da hin? Ich hoffe ja. So, hier wieder Energie holen. Er voll ist erstmal, ne? Ich habe auch tatsächlich keine Dingens dabei, so ein Shit. Jetzt habe ich den einen Weg hier irgendwie abgebaut, kann das sein? Okay, da komme ich jetzt nicht mehr hin durch die Rampe, die ich hier gebaut habe. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn ich nur den Weg da hoch finde. Die sind böse, ne? Oder wie war das? Aber wie komme ich zu meiner Rampe hin, die da hinten ist, hier lang? Ja, ich glaube, wir gehen zurück und machen das. Ah, geht nicht. Nicht darunter fallen jetzt gerade. Da habe ich keine Lust zu. Ich hoffe, das ist das Richtige. Zinkblende. Okay, das ist gar nicht. Ich dachte, das wäre Gemisch, ist aber gar kein Gemisch. Das ist ja gut, dass wir das hier gefunden haben, ne? Keine Energie mehr, super. Das heißt, wir müssen wieder an Strom. Oder an den Wagen erstmal vielleicht. Der lädt doch auch auf, oder? Wie war das? Oh, ne, der gab nur Sauerstoff. Wenn ich den in den Rucksack stecke, ne? Kann ich den dann auch anmachen? F anschalten, ausschalten, aber leider. Ach, kann ich wieder keine Biomasse dran. Ne? Ich glaube, Mordrak, das Auto steht die ganze Zeit hier und da ist jetzt keine Biomasse dran. Ich glaube, das, was du mir erzählt hast, war nicht so ganz richtig. Kann das sein? Ich glaube, das ist auch doch aufgebraucht worden gerade. So, nützt nichts. Kann ich hier abbauen? Organische Ressource habe ich gekriegt. Gut, dann können wir das da wieder dran machen. Und das Ding ist leer hier am Wagen, ne? Weil ich glaube, sonst müsste es ja nicht leer sein, ne? Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Ne, der hat das aufgebraucht, denke ich. So, aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, wir sind jetzt erstmal so weit, dass wir hier wieder ein Stück weiterfahren können, glaube ich. So, jetzt hier mal aussteigen. Kurz
Das war jetzt nicht so die Idee, ne? Umschalten auf das. Wieder keine Energie mehr. Die kriege ich auch nicht am Wagen. Die muss ich mir da holen. Oh, Fallschaden. Shit. Doof gelaufen. So, aber ich sehe gerade schon wieder, dass die Zeit auch voll am Laufen ist. Das bedeutet, wir sollten schauen, dass wir hochkommen, abspeichern. So, kriege ich die Kiste hier gedreht? Gute Frage, ne? So, jetzt habe ich kein Materialloch mehr. Das bedeutet, wir müssen hier nochmal switchen. Und jetzt haben wir auch keinen Strom mehr. Schade. Also, F. Und ich glaube, ich schaff's. Ja. So, dann geht's wieder hoch. Irgendwo hängen geblieben. Ja, diese Einfahrt ist jetzt nicht so ideal. Da müssen wir noch definitiv dran arbeiten, weil wir nicht sehen, wo wir lang fahren. Oder schlecht sehen, wo wir lang fahren. Ne? Hier geht es auf jeden Fall hoch. Oben ist auch Licht, das ist schon mal gut. Ich glaube, solange ich in der Kiste drin bin, solange geht's. Vorne geht jetzt kein Biomasse weg, aber wo ich da eben gestanden habe, ist die Biomasse weggegangen, oder? Ach, ich hab's ausgemacht, alles klar. Dann ist klar, dass da keine Biomasse gerade weggeht. Aber hier macht es ja Sinn, vielleicht jetzt weiterzufahren mit eingeschaltetem Motor, Generator, um das dann da rauszuholen. Ne? Ja, jetzt ist er an, aus. Während ich jetzt hier bin, sieht es nicht so aus, dass der verbraucht. Da hat der Mordrak schon recht, aber eben bin ich da im Erdgeschoss gewesen und er hat das verbraucht, oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Okay, aber ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.